Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und es gibt wieder Transfer-News bei unserem SK Sturm aus den letzten Tagen. Und ja, der große Transferhammer ist natürlich Danny Alar, wechselt vom SK Sturm zum SK Rapid Wien. Also wieder mal ein Transfer von Graz nach Wien, nichts Neues aus den letzten Wochen. Aber dass Alar nochmal bei Rapid unterschreibt, daran hätten glaube ich die allerwenigsten gedacht in den letzten Tagen. Aber ist auf jeden Fall jetzt Faktum. Alar bekommt einen 4-Jahres-Vertrag, kehrt also von Rapid, wo er damals ausgemustert worden ist, wieder zurück zu den Hütteldorfern. Bei Sturm war er ja zuletzt sehr erfolgreich, mannschaftsintern eben schon ein hohes Standing genossen, Kapitän eben auch gewesen und mit 20 Toren eine sehr, sehr starke Saison gespielt, was eben die Treffer anbelangt. Und ja, dass er eben nochmal nach Wien geht, keine Ahnung, wie man da drauf kommt aus Alars Sicht. Ich meine, natürlich, klar, der wirtschaftliche Aspekt wird sicherlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Bei Rapid macht es durchaus Sinn. Rapid hat ja mit Ivan und Pavlovic zwei Neuzugänge verpflichtet, zwei neue Stürmer, die sich beide jetzt verletzt haben. Und man hat da jetzt dahingehend Handlungsbedarf gehabt. Und Alar ist ja verhältnismäßig leider günstig gewesen. 600.000 Ablöse aufgrund einer Klausel, ich glaube, die datiert noch aus der Goldbrich-Ära. Also ja, einer der letzten Verträge in dieser Richtung hoffentlich. Und Alar bekommt eben einen 4-Jahres-Vertrag in Wien, also quasi Pensionsvertrag. Und ja, ich verstehe es ehrlich gesagt trotzdem nicht. Also geldmäßig ist kein Thema, aber eben, ich hätte mir das schon natürlich gewünscht, aber das ist natürlich so der romantische Gedanke als Fan, dass dann schon ein bisschen, dass er da schon ein bisschen mehr zu Sturm steht. Denn ganz ehrlich, Sturm hat ihn aus der Versenkung mehr oder weniger geholt, bei Rapid wollte man ihn nicht mehr. Sturm hat ihn aufgenommen, wieder aufgepäppelt und ja, was macht er? Er geht wieder zurück. Also das, ja, da will ich gar keinen Vergleich bringen. Da gibt es einige tiefe Sprüche auf Facebook, das ganz gut treffen, aber naja, das ist wie wenn, keine Ahnung, okay, einen Vergleich machen wir, ne? Wie wenn einer seinen Hund schlägt und er kommt trotzdem immer wieder zurück. Also das ist schon, weiß ich nicht, sagt über den Charakter von Danny Alar, glaube ich, schon einiges aus, ohne ihn persönlich zu kennen, aber für mich als Außenstehender, als Fan, ist es eine sehr, sehr bittere Geschichte einfach. Also sportlich kann ich ihm da natürlich auch nur das Allerschlechteste wünschen. Natürlich soll er sich nicht verletzen oder sonst was, bei Gott nicht, aber ich hoffe, man wird die Antwort wieder mal, wie schon bei Edo Monchi und Co., auf dem Platz hoffentlich sehen. Und ja, gucken wir mal, was da beim ersten Spiel Sturm Rapid da auch abgehen wird. Also die Fans müssen sich da wohl auf einiges einstellen, beziehungsweise Danny Alar muss sich da auch auf einiges einstellen. Gut, aber ist egal, schenken wir dem da nicht zu viel Beachtung. Der nächste ist also von Bord, aber wir haben auch einen Neuzugang zu verkünden, nämlich Felipe Ferreira, ein 27-jähriger portugiesischer Linksverteidiger. Der kommt von Pacos de Ferreira und hat eben doch einiges an Erfahrung, dieser Spieler, aus der portugiesischen Liga, war auch bei Belenenses, also hat, glaube ich, eine ganz gute Vita, auch ein gutes Fußballalter, ein eher erfahrenerer Spieler, allerdings noch nicht so richtig über dem Zenit drüber, also ich glaube, das könnte ganz gut passen. Man hat ja mit Schrammel nur einen richtigen Linksverteidiger jetzt eigentlich gehabt in letzter Zeit. Und ich glaube, ja, mit Ferreira hat man hoffentlich jetzt wirklich auch einen guten Stammspieler für diese Position. Und Schrammel, denke ich, als Backup. Stefan Stangl, der ja auch im Gespräch war oder vielleicht immer noch ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er noch ein Thema sein wird. Also, dass Sturm jetzt sich da nochmal um einen dritten Linksverteidiger eigentlich bemüht, kommt, glaube ich, nicht wirklich in Frage, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Und von dem her, denke ich, ist das Thema Stangl damit auch erledigt. Aber mit Ferreira, ja, oder Ferreira, keine Ahnung, ob ich ihn überhaupt richtig ausspreche, glaube ich, hat man dann doch einen guten Fang gemacht. Optisch sieht er übrigens, den Fotos nach zu urteilen, ein bisschen aus wie Marcel Hirscher. Also wird sicher Wiedererkennungswert haben. Naja, aber schauen wir einfach mal, was wir uns da davon erwarten können. Für viele eine Wundertüte, für mich auch. Aber ich glaube, Günter Kreisel hat da doch durchaus ein gutes Auge bei seinen letzten Transfers so insgesamt bewiesen. Deswegen, ja, wird schon passen. Also, Felipe, alles Gute.
und welcome in Graz. So, so viel dazu. Es gab aber dann auch weitere Abgänge, die jetzt allerdings nicht so extrem ins Gewicht fallen im Vergleich zum Alar-Transfer. Zum einen Oliver Philipp, der verlässt den SK Sturm leihweise für ein Jahr zu Wattens in die zweite Liga nach Tirol. Also macht, glaube ich, durchaus Sinn. Anscheinend ist die Konkurrenz doch ein bisschen zu groß und er will sich jetzt nicht unbedingt auf der Bank wiederfinden bei Sturm. Deswegen ja, versucht das eine Liga tiefer und ich glaube, bei Wattens hat er gute Chancen auf einen Stammplatz. Philipp ist ja durchaus ein sehr talentierter Spieler, wie ich finde, und ich hätte ihn auch gerne weiter behalten als Backup, aber gut, wenn er Spielpraxis sammeln kann dort und vielleicht dann noch stärker zurückkommt, soll man das so machen, ist okay und ja, ich würde sagen, macht auch Sinn irgendwo. So viel dazu. Nächster Abgang ist dann noch Sebastian Mann. Der wechselt auch leihweise zum TSV Hartberg. Allerdings, also der bleibt in der Bundesliga. Da bin ich auch gespannt. 21-jähriger Mittelfeldspieler, der bis jetzt eigentlich nur bei den Amateuren zum Einsatz gekommen ist. Den werden auch nicht alle kennen. Also ja, mal schauen. Muss man auch abwarten. In Hartberg ist sicher auch da die Chance größer zu Einsätzen zu kommen als jetzt bei Sturm in der ersten Mannschaft. Also deswegen, und naja, von der Regionalliga, wo die Sturmamateure ja aktuell sind, in die Bundesliga ist ja doch trotzdem ein guter Schritt. Also ich glaube auch für Mann könnte das Sinn machen. Und der nächste Transfer, Fabian Ehmann, wird Kooperationsspieler beim Kapfenberger Sportverein. Also auch für Ehmann gilt dann auch wieder das Gleiche. Wenn er Chancen auf einen Stammplatz hat, dann am ersten in Kapfenberg. Bei uns wäre er eben nur Torwart Nummer 3 oder 4. Also mit Giuliani vielleicht zusammen. Also deswegen auch der Transfer auf jeden Fall sinnvoll. Und ich hoffe auch natürlich, dass er in Kapfenberg möglichst viel Spielzeit bekommt. Und dann werden wir ja sehen, ob er da nicht auch stärker zurückkommt und eben ob das nicht der richtige Schritt doch für seine Entwicklung gewesen wäre. Dann eben noch ja, das Thema Stürmer. Daniel Ahr zu Rapid haben wir ja schon kurz besprochen. Da gibt es natürlich jetzt auch haufenweise Gerüchte, wer da die Nachfolge sein könnte. Denn Sturm wird, glaube ich, definitiv noch was in der Offensive tun. Also ein neuer Stürmer, einer mindestens muss her, im Idealfall sogar zwei. Und da gab es zum einen den Namen Kevin Friesenwichler von der Wiener Austria. Ein bekannter Spieler. Bei der Austria hat er nie so ganz hundertprozentig über einen längeren Zeitraum überzeugen können. War oft so auf dem Sprung, aber so ganz ging es nicht auf. Also ich glaube auch so in der letzten Saison 9 Tore, was ich so gelesen habe, ist eine Statistik, die okay ist, aber jetzt auch nicht über drüber. Und bei Friesenwichler ansonsten, naja, im Grunde eher so großer, bulligerer Stürmer, würde ich sagen. Hat schon schöne Tore erzielt. Bei Sturm könnte das Ganze aber gut passen. Also ich glaube, die Austria wird ihn wohl nicht mehr ganz wollen. Naja, mal schauen, ob das Ganze zustande kommt. Ich würde es interessant finden, aber ich tue mir ein bisschen schwer, das Ganze noch so richtig einzuschätzen. Ob Friesenwichler wirklich der Heilsbringer wäre, mal abwarten. Könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr da dazu sagt. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also wenn er kommt, nehme ich es wohlwollend schon zur Kenntnis. Aber ja, so richtig Hammer, dass ich sage, boah, das ist jetzt der Megatransfer, bin ich jetzt auch nicht. Also ich bin zwiegespalten, sagt mir da gern, was ihr dazu sagt. Und noch ein weiterer möglicher Neuzugang von der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Da kam ja schon Raphael Obermeier. Das wäre nämlich Vrieth, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ein 23-jähriger Angreifer aus Ghana, ja, der unter anderem schon bei St. Pauli gespielt hat und bei Bayern schon das ein oder andere Mal zumindest im Kader war der ersten Mannschaft. Also könnte auch spannend sein, die Statistik. Zwar natürlich in der deutschen Regionalliga, das ist glaube ich Liga 4 bei Ihnen. Da hat er in 29 Partien 21 Tore gemacht. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Statistik. Natürlich in keiner berauschenden Liga, wie gesagt, aber durchaus noch entwicklungsfähig. Und ich glaube, das wäre schon der fast spannendere Transfer aus meiner Sicht, wenn nicht sogar beide kommen würden, also Friesenwichler und Vrieth. Also da wäre ich auch sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Und ja, lassen wir uns da einfach überraschen. Es wird sich sicher noch was tun. Es wird vielleicht auch noch immer der ein oder andere Name dazukommen. Also da müssen wir einfach abwarten und ja, Tee trinken. Und natürlich hoffen, dass es das jetzt langsam gewesen ist mit dem Abgängen. Also mir persönlich wird das reichen. Das Video ist leider auch ein bisschen lang geworden, aber
Es gehört halt einfach alles raus. Also, an der Stelle war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen, jetzt erst recht. Und bis dann. Ciao, ciao.